Herzlich willkommen bei dem ersten Motovlog 2017, liebe Leute. Oder Moped Freaks. So, ich stehe hier jetzt an meiner Lieblingsstelle, weil hier irgendwie so gut wie keine Sau immer ist. So, ich bin jetzt hier an meiner Lieblingsstelle, sprich, wo ich auch sehr viele Fotos immer mache. Es ist jetzt Anfang März. Wir haben jetzt heute den, 4. März, ja. Ja, und heute schönes Wetter. Das heißt, dass wir heute 20 Grad bekommen werden. Das ist natürlich richtig geil. Jo. Und heute dachte ich mir, weißt du was, machst du einen neuen Motovlog, sprich den ersten Motovlog für 2017. Mit ein paar Änderungen. Jo. Ich habe jetzt halt eben mal diesen Ort hier kurz genommen. Später fahre ich eine Runde, aber wollte halt jetzt mal ein paar optische Veränderungen zeigen, die ich halt in den letzten paar Wochen gemacht habe, was ich eigentlich im Winter vorhatte, aber im Winter einfach keine Zeit hatte. So, dann fange ich lieber mal vorne an. Die Handguards sind schon lange drauf. Also wer mich auf Instagram verfolgt, der wird auch jetzt so ein bisschen das Moped kennen, sprich von der Optik her. Die Handguards sind schon seit letztes Jahr drauf, genauso wie die Lenkstange, die neue. So, was sich geändert hat, eben Kotflügel, das sind TNT-Kotflügel von Derby. Den habe ich mir auch letztes Jahr, wie ich das Moped gekauft habe, gleich raufgetan. Der originale Kotflügel sah richtig scheiße aus. So, und das Allercoolste, was ich finde, ist die EXC-Lichtmaske, die ich mir gekauft habe. Und zwar die originale, die war so kantig, die hat mir nicht so gefallen. Ich meine, am Anfang ging's, aber irgendwann denkst du so, von der Optik her macht die alte Lichtmaske einfach nicht viel her. Jetzt dachte ich mir, es muss eine neue her. Entweder eine Doppeloptik, aber Doppeloptik hat so gut wie jeder. Jetzt dachte ich mir, haust du dir eine EXC rauf. Sieht erstens mal richtig geil aus, muss ich sagen. Also, okay, die Blinker sind vielleicht jetzt ein bisschen zu groß. Die sind nämlich von meinem alten Moped und dann muss ich mir kürzere bestellen. Oder kleinere, die trotzdem zulässig sind. So, das ist mal vor der Veränderung gewesen. Andere Kette kam drauf, weil die alte ist gerissen. So, und das habe ich, weiß nicht, Langeweile gemacht. Nee, aber einfach ein bisschen aufhübschen. Ich meine, das ist eine Übergangslösung, genauso wie dieses hier. Das ist eine Übergangslösung, ja. Tafelhalterung, selbst gemacht, aus Blech. Ja, wackelt. mit einem Derby-Licht, sprich CB, es steht zwar CB drauf, aber viele Derby-Fahrer haben zum Beispiel die Blackline drauf. Ich habe jetzt die normale, weil ich so und sowieso die Blinker hier habe, jetzt brauche ich keine Blackline und musste hier auch keine Blinker ranmachen, weil ich die hinten habe. Tafelhalterung aus Blech, war schon auf meiner Generik drauf. Ja. Sonst hat Vergaseinstellung ein bisschen optimiert. Ich habe sie ein bisschen geputzt, nur ein bisschen. Das Problem ist das Salz, das sich so richtig schön festgefressen hat, bekommt man nur mit Putzen, also mit einem Lappen runter. Und ja, jetzt muss ich das halt mal machen, aber wir haben halt jetzt noch Anfang März. Jetzt ist es noch nicht so warm, aber auch nicht mehr so kalt. Muss ich halt auf den richtigen Moment warten. Auspuff habe ich noch keinen anderen. Ich habe mir einen Sportauspuff von einem Freund. Oder ein Freund von mir gibt mir einen Sportauspuff. Das ist ein SCR. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig gesagt habe. Ja, ist eigentlich nicht mal so schlecht. Eigentlich war es das auch eigentlich. Es fehlt halt noch ein bisschen was. Also Auspuff ist nicht mehr das Schönste. Genauso wie, dass sie Öl irgendwo verliert. Wahrscheinlich ist der Schlauch irgendwo undicht. Da muss ich alles mal gucken. Aber wenn es im Winter in der Garage kalt ist, da will man auch nicht unbedingt arbeiten. Jetzt wird es wieder wärmer. Jetzt gucke ich, dass ich nacheinander mal das alles mache. Jo. Aber ich renne perfekt. Der einzige Mangel zurzeit ist der Tacho. Der Tacho funktioniert nämlich nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Sieht man das? Hier ist die Schnecke. Die
verdammt. Ja, Schnecke heißt irgendwie Tachoschnecke oder so. Die dreht sich, also die dreht sich mit dem Reifen mit, das eine Metallteil dreht sich damit und durch die Umrundungen misst es eben die Geschwindigkeit und die Kilometeranzahl. Das Problem ist, die haltet nicht mehr. Das Messing oder Kupferteil, was das auch immer ist, haltet nicht mehr gut. Das heißt, du kannst es zubiegen, aber nach der Zeit löst es sich wieder und dann dreht sie sich nicht mehr mit. Es ist komplizierter gesagt als gedacht. Genauso wie dieser Satz. Ja gut, dann würde ich einfach mal sagen, wir fahren jetzt einfach mal eine Runde und ich erzähle jetzt... Ah ja, genau, jetzt ist mir noch was eingefallen, genau. Die Kameraposition. Und zwar, die ist jetzt auf der rechten Seite. Weil ich jetzt nämlich die Originalpads verdrift habe und habe mir... Zuvor habe ich sie auf Sony Pads gehabt. Habe sie jetzt aber mit den originalen Pads auf die rechte Seite geklebt, weil dort war einfach noch mehr Platz. Und ja, ich finde, auf der rechten Seite ist es auch besser wegen den Knöpfen dann. Weil dann kann ich schön zu die Knöpfe hinzugreifen und es ist dann nicht verkehrt eben. So. Jo, können wir uns doch gleich die Aussicht genießen. Wie ihr seht, strahlendes Wetter, Alter, also richtig geil. Heute Nachmittag wird so und so den ganzen Tag dann nur Moped gefahren. Und morgen ist Sonntag, ja, da vielleicht auch. Zweitakt-Sound. Fahren wir mal wieder. Natürlich gucken, ob alles auch zu ist. Ja, alles zu. Oh, ich sag's euch, ich hasse Pferdereiter. Ich hasse sie. Naja. Okay, gut, die waren diesmal nett, aber es gibt auch welche, die sind extrem. Hier in unserer Umgebung gibt es ein paar Reitställe und so viel ich weiß. Weil meine Schwestern halt auch gerne Pferdereiten gehen. Und ja. Da kenne ich zum Beispiel die Geschichte, sind wir von McDonald's nach Hause gefahren über Hofkirchen. Und ja, und wir sind also mit Tempo 50, 60 gefahren. Ein paar von uns auch ein bisschen schneller, aber okay. Sind in den Ort reingekommen, da darf man ja nur 50 fahren. Haben abgebremst und durch das, dass unsere Zweitakter so laut sind und wir sogar schon langsam gefahren sind wegen dem Pferden, haben die uns richtig blöd angeguckt und uns den Finger gezeigt. Und da denke ich mir, ja, Alter, was soll die Scheiße, ganz ehrlich. Ja, wir probieren schon, dass wir so langsam und leise fahren wie möglich, aber nö, interessiert doch keinen. Interessiert kein Schwein. In dem Fall kein Pferd. Boah. Na ja, gut. Genau, und dann noch was zu den Top 8 Videos. Die werden jetzt weiter folgen. Also es kommen jetzt immer wieder noch Top 8 Videos raus. Motovlogs, weiß ich noch nicht, wie viele das in der Woche rauskommen. Das muss ich mir noch selber ein bisschen einteilen. Aber ich möchte gucken, dass ich jede Woche mindestens 2 Motovlogs rausbringe. Inklusive die Top 8. Im Grunde genommen sind es dann 3 Videos in der Woche. Nachdem eben seit 4 Tagen die Saison angefangen hat und jetzt wieder viel mehr Leute unterwegs sind, könnte es auch sein, dass ich doch auch öfters Videos mache. Mehr als 3, aber das weiß ich noch nicht. Also ob jetzt wirklich jede Woche 3 kommen.
Oder ob halt dann eben nur, weiß ich nicht, so und so viel kommen. Ja, das Mover geht eigentlich relativ schön. So. Das nehme ich wahrscheinlich jetzt schon wieder um die 10 Minuten auf. Ich glaube, dass das jetzt schon langsam reichen wird. Ja, genau. Was ich noch sagen wollte, es gibt auch noch einen zweiten Kanal. Ich betreibe ja zwei Kanäle. Ich betreibe den Johnny Tsumu Kanal und den Tsumu Kanal, also Team Supermoto. Und Flugzeug. Und zwar auf Johnny Tsumu kommen halt eben Videos, also Motovlogs und Top 8 Videos mit Bewertungen von Mopeds und so. Und auf Tsumu, also auf Team Supermoto, da fahre ich mit meinen Freunden sozusagen. Also da kommt dann mit Musik im Hintergrund. So ähnlich wie Querli. Ja, Grenzgang ist ja was anderes. So, das wollte ich eigentlich nur sagen, sprich ist auch ein kleines Infovideo. Folgt mir auf Instagram, da erfährt ihr dann alle anderen wichtigen Sachen. Jo, dann sage ich danke fürs Zuschauen und fährt geschmeidig, jo Leute. Servus.